Bitte zurücktreten von der Bahnsteigkante und vorsichtig bei der Auswahl des Zuges. Hallo Modellbahnfreunde. Ja, was könnte ich euch heute so berichten? Na, schauen wir mal. Tja, also ihr wisst ja, dass ich irgendwann begonnen hatte, meine analoge Anlage auf Digitalbetrieb umzustellen. Und dazu hatte ich mir eine DR5000 zugelegt. Und dieses feine Teil wollte ich mit dem iPad bedienen, um die Loks entsprechend fahren lassen zu können. Ja, wohin mit dem iPad? Und da gab es im Video diese schnelle Baumaßnahme, ein Pult aus Holz zu basteln. Das Pult, auf dem das iPad Platz fand, war natürlich schnell zusammengeleimt und an der Bahn angebracht, über zwei Haken. Da wurde einfach eingehakt und ich konnte problemlos damit hantieren. Aber mit der Zeit ist es mir doch ein bisschen auf den Wecker gegangen, denn man eckt öfter mal an. Und da ich bisher immer meine Filme mit dieser Kamera gemacht hatte, und das nicht mehr der Fall ist, denn jetzt nutze ich vorwiegend das Handy, war dieses Stativ übrig und lag rum. Aber wie soll ich das nicht wieder hinkriegen? Dieses Pult, so wie es ist, hier aufs Stativ bringen. Ich brauche einen Adapter. Es musste also ein Adapter her, der es mir ermöglicht, das Pult einfach hier aufzusetzen und einzurasten. Nun kann man ja im Netz schauen, ob so etwas käuflich erworben werden kann. Aber hatte ich keine Lust dazu, nochmal Geld auszugeben. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Adapter aus Holz gebaut. Möglicherweise hatte ich in meiner Kammer noch so ein Stück Buchenholz, 4 cm breit, 9 mm hoch, welches ich auf ein entsprechendes Maß schneiden konnte. Die Laubsäge hilft dabei. Habe das etwas schräg angeschnitten, sodass das letzten Endes so eingehakt werden kann. Und noch mit einer kleinen Sperrholzplatte erhöht. Ja, und das Ganze sieht dann fertig so aus. So ist es aufgeschraubt worden. Das heißt nicht nur geschraubt, ich habe es auch geleimt, damit es richtig fest sitzt. Und hier seht ihr diese Schräge, die ich benötige, um das einzuhängen. Und hier wird das Brett arretiert. Und damit ist das Pult einsatzfähig. Also, es ist nichts weiter als ein klein wenig Handarbeit erforderlich. Natürlich ist das, wie es das Stativ hergibt, in allen Lagen schwenkbar, was man natürlich nicht braucht. Aber man kann es halt je nach Bedarf
schräg stellen und festschrauben. So sieht's aus. Und jetzt kann ich problemlos und einfach meine Loks steuern und nebenbei auch noch Weichen stellen. Natürlich ist das jetzt keine Weltneuheit, aber es bietet mir eine bessere Bedienung meiner Fahrzeuge und generell der Modellbahn. Ja, ich wollte euch das nicht vorenthalten, denn der eine oder andere könnte ja so ein Stativ in irgendeiner Ecke rumliegen haben oder rumstehen haben, weiß nichts damit anzufangen. Auf diese Art und Weise findet man dafür eine neue Verwendung. Mir ging es zumindest so und ich bin ganz zufrieden damit. Tja, wie gesagt, wer es nachbauen will oder wie schon oft gesagt, wer es nachbauen möchte, viel Spaß dabei. Er wird es nicht bereuen. Das soll es nun mal gewesen sein. Ich danke für eure Zeit und wünsche euch einen angenehmen, gesunden und fröhlichen Jahreswechsel. Tschüss!